Ein wunderschönes, herzliches Hallo und willkommen zurück. Es geht weiter mit dem, weiß nicht, vierten oder fünften Replay am Replay Wednesday. Es ist wieder Deluxe, wieder in der Silberliga, wieder gegen Zerg, Emata ja gegen, weiß ich schon, vergessen überhaupt. Jetzt geht's gegen den Pekkener. Kaktus Valley, Kaktus Tal. Oben links Terran hier, Silberweg gegen Zerg Player, upper right. Right hand corner, ebenfalls Zerg. Silber. Ja. Ja, war sehr gut dann gestern da bei Lidl noch. Ich habe nur schnell, bin durch den Laden gegangen, schnell meine zwei Kleinigkeiten geholt, habe mich an die Kasse angestellt. Sie war dann an einer anderen Kasse, um die Geschichte vom letzten Replay fortzuführen. Sind wir nach Hause gegangen, ich hatte Knast, ich hatte Kohldampf. Habe ich Essen angefangen zu machen, dann war sie erst die ganze Zeit still und weg. Habe gedacht, liegt sie wieder im Bett? Ja, nein, hat sie auf dem Klo gesessen. Hat sie ein bisschen geheult. Wie das Frauen manchmal so machen. Ab und zu gehe ich dann ja immer hin. Meistens. Weil ich ja dann oft weiß, ich habe was Blödes gemacht und dann muss ich mich ja wieder entschuldigen. Und diesmal weiß ich aber, ne, diesmal nicht. Ich kann mich doch nicht jedes Mal für jeden Furz da hier und so, geht nicht. Hat sie wohl auch selber eingesehen. Dann kam sie irgendwann raus aus dem Klo. Gab es so einen Bumsen? Doch, ich glaube, dann haben wir doch den Abend schon. Wir bumsen so oft, das glaubt man gar nicht. Also normalerweise sagt man immer, mit den Jahren wird das weniger, aber wir bumsen immer wie die Bekloppten. Oh, oh, Amy und Alfred. Schön schlecki schlecki bei Alfred. Genau, mach ihn schön sauber. Doch, doch. Wird ihm ordentlich. Nee, wir haben dann, nee, glaube ich, gestern nicht, aber dafür an dem Tag, wo wir im Feld waren, da, dann da wurde abends noch ordentlich gebimst. Bin mir nicht mehr sicher, wie gesagt, das ist so viel gebumst, das lässt nicht nach. Die wilde Fickerei. So, 31.000 Zuschauer. Replay Wednesday. Hier, yeah, geil. Hier, yeah, Cactus Valley. So, zwei Barracks hier. Doch, ja, schön. Was ist denn? Leckerli? Ich muss mich gerade mit Amy unterhalten. Was ist los? Hunger? Leckerli? Ja? Sie hat keinen Hunger, aber sie will Leckerli haben. Oh. Ja, ich muss mal kurz weg. Lasst euch alleine mit der einzigartigen Skill Vision von Deluxe. Das reicht, glaube ich, mit der Replays. So, Bunker. Ein paar Länge vorne dran hier. Und es ist noch kein Techlab, keine Factory gestartet. Oh, ein Baneling-Nest von Pekkener. Speed Upgrade. Er baut Linge, Linge, Linge. Das sieht nach einem Speedling, Baneling. All in aus. Er baut keine Worker mehr. Vorne der Bunker schon mal einen Zergling zerstört und es gibt weitere Dingens da. Oh. Oh, noch mehr Barracks. Mein Mauszeiger ist wieder weg. Factory Barrack. Herr Brawler, so ein Tech Lab kommt jetzt auch. Oh, der weiß halt nichts davon, dass der Zerg jetzt hier Dampf machen will.
Und switcht jetzt hier auf Addons und jetzt gibt's die ersten Beaming. Einfach mal einen Marine rausschicken und gucken. Zerg Supply Block baut erstmal Overlords. Hoffentlich kommt, also für hier, für Deluxe lässt er sich noch ein bisschen Zeit, hoffentlich. Den Pekener. Ah, droht jetzt aber nochmal. Interessant. Also doch kein so harter All-In, er droht nochmal. Ja, und vier Banelinge werden dann nicht so viel. Das ist so easy jetzt. Ja, neuer Bunker-SUVs fahren hoffentlich gleich ja wieder zurück, genau. Ja, das dritte CC im Bau. Er hat hier die Upgrades. Er bringt jetzt hier die Switcherei. Wenn er jetzt noch E-Base gehabt hätte schon, die jetzt wahrscheinlich vielleicht gleich kommen. Ach nee, der soll da irgendwie im Kreis sich drehen. Ah, dritte Hedge kommt jetzt zwar und jetzt hat er nochmal ein paar Linge gebaut. Also er weiß nicht so genau, was er will, der Zerg. Erst macht er hier einen auf All-In, dann droht er nochmal hoch. Jetzt nimmt er sich eine dritte und baut trotzdem wieder Linge. Also das ist hier... Aber das ist Silberliga, wie gesagt, Leute. Das ist hier alles, kannst du da erwarten. Erst ein Marauder. Auch schon da. Ah, jetzt gibt's die E-Base. Ja, er will nochmal basten. Schön heilen, ja. Lad nochmal den einen aus, dann kriege ich einen Ständer, wenn du den rausholst und dann den anderen rein. Ja, diesmal macht das richtig. Diesmal die Baninge nach vorne. Ja, Bunker ist weg, aber... Wie sie sich drehen. Ah. Ja, plane ich jetzt das Diät-Tagebuch, wie ich es in dem Video angesprochen habe? Ja, eigentlich schon, aber es gab halt keine große Rückmeldung. Also ich habe ja gefragt, soll ich das machen, soll ich es lassen? Und es hat keiner was gesagt, deswegen habe ich es bis jetzt gelassen. Habe auch noch nicht viel abgenommen, 1,5 Kilo oder so in 2 Wochen. Ich meine, eigentlich ist das ja gut, man soll ja nicht so schnell abnehmen. So, der erste Panzer ist da. Zerg droht weiter. Hat er denn schon T2? Jawohl, T2 ist fertig. Bending Nest und so. Hier Evo kann man auch. Also er macht jetzt hier auch so ein bisschen auf Upgrade. Sollte aber mal ein paar Worker jetzt hier runterschicken. Beziehungsweise auf die dritte oder NATO oder wo auch immer. So, kurz was. Mike D. rastet wieder aus und hat den Leuten bei TechTV wieder 5000. Wassereis bestellt. So, drittes CC. Hier, wie gesagt, ist weil es so offen und so planetary. Aber mal schauen, Roaches soll es geben, Spire soll es geben, immer noch so viele SUVs. Hier sind halt 10 Probes halt, ne? 10 sind hier zu viel, die hier vielleicht fehlen, in einem Gas oder so. Aber wieder, das ist Silber, da fällt sowas nicht sofort immer ins Auge. Deluxe auf jeden Fall hier, stellt sich jetzt nach vorne, das ist auch eine gute Idee, nachdem er jetzt hier... beziehungsweise hier ja auch den Weg zumachen kann, zeitgleichig, bin auch schon so ein bisschen angetüttelt hier, ich habe heute noch nicht Mittag gegessen und habe jetzt hier schon ein Bierchen intus, wie gesagt, ich kann nicht so viel ab, ne, ihr wisst schon, damit er hier schon mal einen Weg zugemacht hat hier für die da Basis und so. Was soll das werden hier? Scouting Deluxe, Alter. Hier gibt's auch schon nächste Base von Packener. 10 Roaches hat auch schon Upgrades hier. Ja, plus 1 Attack. Oh, noch Speed Upgrade. Ah, der Forgotten.
Ach nee. Ja, wie geht's euch so? 200.000 Zuschauer hier auf dem Stream hier. Was ist los hier, YouTube? Müssen wir mal ein paar Kommentare reinhauen hier. Ich passiert ja nichts. Ah, ich muss noch eine E-Mail ausdrucken. Ich muss noch mal ein paar Drucker-Papiere reinmachen. Ich habe nur noch keine Bettermat drin. Im Drucker. Da hol ich schon mal raus. Yeah. Willst du drucken, musst du Paper reinmachen. So. Ich kann es nebenbei machen. Simultaneous, weil ich die supermäßigen Caster-APM habe. Und Deluxe geht wieder los hier mit 1-1. Wer wartet dann noch auf 2-2 mit Many Many Marena und Siege Tanks? So, das... oh! Wupp, wupp. Hier, druck die Scheiße! Ich spule mal kurz zurück. So. Ja, Terra hier wieder schön kiting hier, zieht sich zurück in den Schutz seiner Tanks on High Ground. Oh, vorwärts, rückwärts, das war ein kleiner Fehler. Schade, da hat er natürlich viel zersplöttert bekommen. Da hat Zerki gut abräumen können, weil er sich hier, das war, er konnte sich nicht selber einig werden. Wo soll ich hin, wo soll ich bleiben? Aber er hat halt keinen Speed auf den Roaches. Er hat 1-0 gegen 2-2. Das hilft ihm natürlich hier enorm. Wenn er noch mehr Marauder drin hätte mit Concussive Shells, dann wäre natürlich hier nochmal... Aber wie er hier vorausgeht, das ist ja Premium, Junge. Ja, er verfolgt die Roaches, das weiß er ja, die kennt er. Aber er guckt erstmal, was kommt denn da entgegen. Alter Schwede, ist das ein Move, Junge. Das ist doch kein Silber, was der hier spielt. 170 AP, willst du mich verarschen? Der trollst doch. Leute, Leute, das ist doch kein Silber, was der hier macht. Oh, what? Ah, hier CCs, hier Hotkeys, blöde hier am Drücken. Ich meine, 70 APM ist auch für den Zerg, für Packener, das ist gut. Ja, macht sich jetzt hier, sieht er, da kam was, da mache ich mal ein paar Dinger hin. Ist das Silber, was der hier macht? Ist das ein Troll? Ich meine, dann würde er hier die Upgrade schneller machen, dann würde er hier vielleicht auch eine Planetary hinstellen. Er macht überall nur Orbitale. Vielleicht ist es einfach auch nur ein guter Silberspieler. Es gibt ja manchmal einfach so Spieler, da denkst du dir, what the fuck? Kriege ich hier für einen guten Spieler ab? Und der Spieler selbst denkt sich, what the fuck, warum steige ich nicht endlich mal auf? Es gibt ja so welche, ja, die sind schon total gut, die spielen schon Gold- oder Platin-Niveau, hängen aber noch in der Silber rum oder sind Goldspieler, sind aber eigentlich Diamond und kommen nicht hoch. Die gewinnen und kommen nicht hoch. Das ist, vielleicht ist er so einer hier, der Deluxe. Aber gut, Zerg hat jetzt hier auch nochmal eine ordentliche Armada hier mit Zergling. Ah, leider nur 0-0, 1-1 kommt spät und hier ist halt schon 3-3, das ist halt schon, das macht halt schon einen riesen Unterschied. Ja, und aber ihm fehlt hier das Splash-Upgrade hier, also Splash-Damage hier, Banelings, oh, Infester. Aber er will hier unbedingt durch. Er will hier durch. Kann er auch. Ist ja keine Bane da. Aber wie er den Marauder zuerst hinstellt. Das ist doch hier. Das ist doch Betrug. Wie er mit dem Marauder nach vorne geht gegen Roaches und Spines. Aber Zerg ist auch nicht blöd. Er geht nach Hause. Also zurück. Ah.
Die meisten Silberspieler hätten jetzt mit allem, was sie hätten, ihr volles Pfund draufgewetzt. Aber auch er ist nicht so schlecht und zieht sich erstmal zurück, macht Banelinge. Off-Creep, off-Creep, yeah. Oh, Stim und Banelinge. Ja. Kann er ihm hier ordentlich vors Knie und vor den Koffer scheißen. Aber er hat keine Mutas oder keine Hydras, die jetzt hier was machen könnten gegen die Medivex. Aber income-technisch, er hat fast 1000 mehr. 20 SCV mehr halt hier, die ganzen Mool-Kacke hier. Gut, sind gerade keine, aber ihr wisst schon. Konter-Aggression! Pekkener macht Radau. Oh, die Luke, schade, eine kriegt er nur hoch. Ah, die Banelinge hier, die Marauder mit ihrem plus 2 Armor, die lachen doch nur, wenn so ein Baneling ankommt. Aber hier sind noch ein paar Roaches. Und haben wir ja. Immer noch kein Speed. Ah, locker, Stim und drauf. Ah, die SCVs braucht er gar nicht pullen, da kann er einfach durch. Yeah. Ja, jetzt gibt's Mutas, die hat er vorhin schon gebraucht. Hier auch gleich schon wieder die Mools runter. Ding, Ding, hier. Oh. 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 Die zwei Mutas so. Oh, ich schieße die ganze Zeit und nichts geht kaputt. Was ist hier los? Ah, sind halt ein paar wenige. Turret bauen. Ja, auch hier schon der Fuchs, Junge. Aber wie gesagt, auch Pekkener ist nicht der Schlechteste. Haut jetzt ab mit seinem Zeug. Der alte Spleezer. So, jetzt gibt es hier nochmal ein paar. Oh, noch ein paar mehr Mutas. Aber nur Mutas alone ist. Oh, non-roaches. Ne? Aber nur 1-1 Attack. 3-3. Oh. Oh. Spielt jemand von euch Witcher? Spiel das ja auch. Kommt nachher auch wieder ein Witcher Let's Play Video auf YouTube. Oh, Doom Drop. Und der dummisiert den, glaube ich, richtig. Ah, hier drüben die Mutas gehen kaputt. Hier wird ausgeladen. Ah, 3-3 gerümpelt, da weiß er auch. Nee, da gehe ich nicht drauf. Jetzt mit den Lingen, aber ohne Banelinge ist da nicht viel zu machen. Und die Marauder, die sterben halt einfach auch nicht. Auch wenn er ihn surroundet, das nützt nichts. Ja, 0-0 Linge gegen 3-3 Bio. Da stirbt gar nichts. Ja, eindeutig. Zehntausend Kohle der Terraner hier, der kann machen und bauen, was er will. Ah, die Roaches ohne Speed hier, wo ist mein Mauszeiger? 1-1, wie gesagt, 3-3, nichts zu machen. Ja, man muss feststellen, dass Deluxe ein bisschen besser spielt als Silber. Pekkener hat auch gut gespielt, muss man sagen. Aber man hat so ein paar Entscheidungen am Anfang mit dem All-In. Ja, nein, vielleicht, ich weiß es nicht, kreuz mal an für mich. Dann auch wieder zu wenig Splash, zu wenig Banelinge. Aber man muss auch festhalten, der Lux spielt etwas besser, als es der Standard-Silberspieler tut. Schickt mir eure Replays. Nein, nicht dahin, ihr wisst es. Im Chat einfach hier Ausrufezeichen E-Mail eingeben. Oder ihr an kontakt@mrpinktv.com. Das ist die E-Mail-Adresse, schickt mir eure Replays. Und so weiter.
Tschüss.